Ist eine harte Konkurrenz da draußen, huh? Killers hat Eindruck gemacht. Ach, echt? Yep, ein großes Rennen steht an. Crew gegen Crew, nicht dieser Duellmiss. Und wir sind dabei. Cool, aber was ist mit dir? Du hast keinen Wagen. Kein
keine Sorge, ich find schon ein. Wir sehen uns da. Ich wollte mal sehen, was dieses Ding so drauf hat. Gehörte der nicht deinem Dad? Geht das für Lucas klar? Der Wagen gehört mir genauso wie ihm. Die Dreamkillers werden heute Nacht alles geben. Und wir müssen das auch. Deshalb sind wir hier. Denk dran, wenn wir das hier gewinnen, muss uns die League eine Chance geben. Aber kein Druck. Du passt auf mich auf und ich auf dich. Ich liebe den Klang dieses Motors. Danke, Papi. Bin direkt hinter dir. Das nenne ich ein Auto. Nicht cool. Versprochen!
George! Hast du mich nicht gehört? Halt an! Diesen Wagen nimmt mir niemand weg! Harveys Wagen zu nehmen war vielleicht doch keine so gute Idee. Zwing mich nicht, den Wagen zur Schanze zu fahren! Gespannt, wie er das erklären will. Du hast mir den Arsch gerettet. An alle Einheiten. Officer Hall ist verunfallt und benötigt Hilfe. Halte die Augen nach einem gelben Camaro auf. Das ist unser Stichwort. Ich fahr zurück in die Werkstatt. Komm so schnell wie möglich nach. Letzte Nacht ist der Kampf zwischen der städtischen Highspeed Taskforce und der immer größer werdenden Gruppe krimineller Racer eskaliert. Anwohnern bot sich ein bizarrer Anblick, als hunderte Dollarscheine durch den Nachthimmel flogen. Die Taskforce hat nun einige schwierige Fragen zu beantworten. Was letzte Nacht passiert ist, war inszeniert. Ein mieser Versuch, meine Einheit in Verruf zu bringen. Und wieso? Weil wir gewinnen!
den niedrigen Gängen ist er ein bisschen träge. Aber sobald er aufdreht, Mann, das Ding ist eine Bestie. Okay, du bist sauer. Ach, echt? Mira esto. Es tut mir leid, ich hätte es dir sagen Ach, sollen. Ach, wirklich? Na klar, verdammt. Du hattest kein Recht dazu, Anna. Kein Recht. Ich bin weg. Nein. Er war auch mein Papi, okay? Und falls du es vergessen hast, er wollte, dass dieser Wagen in Rennen fährt. Und das war ein Rennen, hä? War es, bis dieser Arsch vom Kopf aufgetaucht ist. Bei dem, was du tust, werden immer Cops auftauchen. Du versaust dir noch dein ganzes Leben. Nein, ich werde was aus meinem Leben machen. Ich bin nun mal wirklich gut darin. Gut? Das ist gut? Das sieht aus, als wäre eine College-Abbrecherin gefahren, die nichts vom Racing versteht. Das ist echt nett. Ich muss nicht hier stehen und einem Ex-Knacki zuhören, der zu viel Schiss hat, wieder zu fahren. Wir sind Racer! Meld dich bei mir, wenn dir das wieder klar ist. Jetzt weiß ich, wie sich mein Vater gefühlt hat. Brauchst du dabei Hilfe? Dale. Jeder, die ich kriegen kann. Wir brauchen ein paar Teile.